Forex oder kurz FX steht für Foreign Exchange, also Auslandswährungen. Das heißt, alle Währungen, die nicht die eigene Währung sind. Vor allem beim Forex Trading, das ist der liquideste Markt der Welt, der ist rund um die Uhr offen, werden gigantische Summen bewegt. Es ist allerdings anders als bei Aktien mehr ein Nullsummenspiel. Das heißt, im Normalfall, was der eine gewinnt, verliert der andere und die Transaktionskosten sind auch nicht null. Zum Beispiel mit CFDs, also Contract for Difference, kann man auch diese Währung handeln, weil der Markt ist halt immer offen und liquide, was es halt auch sehr, sehr stressig macht, ja? Weil immerhin so ein deutscher Nebenwert, da ist halt dann um 17:30 Uhr an der offiziellen Börse Schluss, vielleicht kann man noch bis 20 Uhr handeln mit außerbörslichen Handelsplätzen oder mit Lang und Schwarz bis 22 Uhr bei höheren Spreads. Aber als professioneller Investor ist es dann schon schwieriger. Also, was ist Forex? Einfach erklärt, einfach Fremdwährung und der Handel in Fremdwährungen rund um die Uhr auf der ganzen Welt.